Im Magazin heute erste Infos zum Novarock Festival. Außerdem wird es sehr emotional. Wir berichten über das Schicksal mit Sternenkindern. Die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich hatte von Anfang an einen Reibungspunkt, die Corona-Strafen. Jetzt hat sich die FPÖ durchgesetzt. Die Strafen sollen zurückgezahlt werden. Die Pandemie ist vorbei. Jetzt wird aufgearbeitet. In Niederösterreich haben sich die Koalitionspartner geeinigt. Mehr als 30 Millionen Euro fließen in einen Corona-Fonds. Das ist eigentlich eine gute Sache. Umstritten war allerdings die Rückzahlung der in Niederösterreich verhängten Corona-Strafen aus diesem Fonds. Ich darf voranstellen, dass uns dieser Corona-Fonds ganz wichtig ist, dass das ein ganz klares Commitment unseres Arbeitsübereinkommens ist, die Vergangenheit aufzuarbeiten und hier vor allem die Gräben zu schließen. Schon nächste Woche soll der Landtag in Niederösterreich den Corona-Fonds beschließen. Die Abwicklung soll rasch und treffsicher erfolgen. Und ich möchte hier nur in drei zentralen Punkten Ihnen hier einen Umriss dieses Corona-Fonds auch geben. Erstens, und das haben wir bereits gehört, alle verfassungswidrigen Strafen werden von Amts wegen zurückbezahlt. Das heißt, jene Strafen, die aufgrund verfassungswidriger Verordnungen vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden sind, fließen zurück. Laut Bezirkshauptmannschaft sind rund 700 Geldstrafen verhängt worden, die meisten wegen Verstößen gegen die Absonderungsbescheide. Und ich denke, es ist sehr gerecht, wenn ich sage, dass maximal 0,7% des Fonds, nämlich um die 200.000 Euro, nur für jene Strafen verwendet werden, die auch vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden sind. Das meiste Geld fließt in die gesundheitliche Aufarbeitung von Corona-Geschädigten. Und ich denke, dieser Corona-Fonds unterstützt finanziell jene, die an nachhaltigen Folgen der Pandemie zu leiden haben, sag nur Stichwort Long-Covid, aber natürlich auch jene, die aufgrund von Maßnahmen Folgen erlitten haben, sag es dann nur durch Homeschooling. Denn viele Kinder sind mit der Belastung bis heute nicht fertig geworden. Es wird gezielte Förderungen für Sportvereine beispielsweise geben und generell Vereine, die Leistungen anbieten, um Corona-bedingte Probleme zu bekämpfen bzw. wieder gut zu machen. Der Corona-Fonds ist also eine gute Sache. Nicht nur ein Kompromiss zwischen Schwarz und Blau. Das Wetter lässt es zwar nicht vermuten, aber der Sommer steht quasi vor der Tür. Damit ist auch die Festivalsaison nicht mehr weit weg. Von 7. bis 10. Juni werden die Pannonischen Felder im Burgenland zur größten Rockbühne des Landes. Was uns beim heurigen Novarock-Festival erwartet? Judith Tieber mit den ersten Infos. Wir hatten im Vorjahr, glaube ich, wie jeder weiß, eine wirklich schwierige Situation an den ersten zwei, drei Festivaltagen mit ungewöhnlich viel Regen, ja, speziell für diese Gegend oben. Ja. Ich glaube, das kann der Gerhard bestätigen. Also das war eher Ausnahmezustand. Ja. Muss dazu sagen, es war auch sehr, sehr knapp. Es ist knapp an einer Absage vorbeigegangen. So waren die Flächen in Mitleidenschaft gezogen. Wir mussten dann natürlich auch ein bisschen später aufsperren. Sämtliche Fahrwege, sämtliche Gehwege sind sozusagen im Schlamm versunken. Die Bühnenbereiche sind zum Teil wirklich schwer unterspült gewesen. Das war das Novarock 2022. Doch dieses Jahr haben sich die Veranstalter für den Worst Case gewappnet. So hätten wir heuer das Festival wahrscheinlich nicht mehr spielen können. Das heißt, wir mussten hier was tun. Wir haben bereits im Herbst begonnen, weil natürlich die ganzen Rasenflächen natürlich auch sozusagen zerstört waren, haben wir im Herbst begonnen. Da möchte ich mich beim Wolfgang Gonter sehr herzlich bedanken, der uns da eigentlich von Herbst an wirklich tatkräftig unterstützt hat, die Flächen wieder in Gang zu bringen, neue Flächen für uns zu organisieren, die wir uns auch schon länger gewünscht haben in den letzten Jahren. Und haben jetzt in den letzten zwei, drei Wochen eben intensiv an der Wiederherstellung der Geh- und Fahrwege gearbeitet und an den Bühnenbereichen gearbeitet mit Drainagen und so weiter. Und das hat in den letzten zwei, drei Wochen wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber auch Geld. Also die Investitionssumme bei dem Ganzen wird sich circa bei den 300.000 Euro bewegen. Also das ist schon einiges, was da jetzt notwendig war. Gefördert wird die Instandhaltung des Geländes durch das Land Burgenland. Wir hinterlegen diese Kosten mit einer 50-prozentigen Förderquote. Das ist eine Investition, die wir nicht gemacht hätten,
wenn nur bis 2026 das Festival abgesichert ist und es nicht die reale und große Chance gibt, darüber hinaus das Festival in Burgenland zu halten. Nächste Woche sollen die Vorbereitungen für den Aufbau dann abgeschlossen sein und der eigentliche Aufbau des größten Rockfestivals beginnen. 250 Polizistinnen und Polizisten, 500 Rettungskräfte und etliche Sicherheitskräfte sollen dafür sorgen, den erwarteten 200.000 Besucherinnen und Besuchern ein reibungsloses Event zu ermöglichen. Auch in Sachen Mobilität hat das Novarock heuer Neues in petto. Wir wollen dieses Jahr flächendeckend für das Burgenland einen Zustieg anbieten. Wir wollen haben, dass sich jeder Burgenländerin, jede Burgenländer Möglichkeit hat, das Festival zu besuchen. Vom tiefsten Süden aus Jennersdorf bis in den Seewinkel, dass eine gesicherte Anreise und Rückreise für die Jugendlichen und Besucher möglich ist. Wir wollen haben, dass sich diese Leute, die Menschen vorher anmelden und wir dann bedarfsorientiert, aber zielgerichtet Busse einsetzen. Wer sicher ans Ziel kommen will, muss allerdings tiefer in die Tasche greifen. Zwischen 19 bis 49 Euro soll das Shuttle je nach Strecke kosten. 40 Haltestellen werden damit abgedeckt. Auch private Anbieter sollen ihren Shuttle-Service anbieten. Jetzt wird es emotional. Vielleicht ist Ihnen der Begriff Sternenkind schon mal untergekommen. Ein Kind, das es aus einer Schwangerschaft nicht mehr lebend auf die Welt schafft. Gesetzlichen Schutz und Unterstützung für die Mütter von Sternenkindern gibt es derzeit noch kaum. Judith Tieber über das Schicksal mit Sternenkindern. Das Thema Geburt. Ein Thema, das immer mit vielen Emotionen verbunden ist. Traumatisch wird es, wenn sogar das Schlimmste eintritt. Eine Mutter hat es damals als 23-Jährige besonders kämpfen müssen. Genau, also ich habe eine Bilderbuchschwangerschaft gehabt und wir haben dann in der Schwangerschaft sogar noch geheiratet, weil das für uns einfach gepasst hat. Und dann ist die 32. Schwangerschaftswoche gekommen, also das 8. Monat. Und ich habe dann einen Blutsturz gehabt, bin mit Notarzt und Rettung ins Krankenhaus gekommen, bin notoperiert worden, ein Notkaiserschnitt. Und am nächsten Tag, wie ich auf der Intensivstation aufgewacht bin, sind die Ärzte gekommen und haben mir eben gesagt, dass der Jakob nicht überlebt hat. Ich habe eine vorzeitige Plazenta-Lösung gehabt und dadurch ist der Jakob nicht mehr versorgt worden im Bauch. Und genau. Ich bin dann selber 3 Wochen nur im Krankenhaus gewesen, weil ich ein Organversagen hatte wegen dem hohen Blutverlust. Und bis das dann alles wieder so weit in Ordnung war, waren das eben einfach 3 Wochen im Krankenhaus. Für Julia, ihren Ehemann Manuel und die gesamte Familie war das Jahr eine sehr schwierige und emotionale Zeit. Doch es kommt noch schlimmer. Ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob ich noch einmal ein Kind möchte oder nicht, weil einfach die Geschichte sehr tief gegangen ist. Und ein Jahr später, im September, war ich dann wieder schwanger. Oder schon ein bisschen früher, aber im September habe ich es dann in der 9. Woche verloren. Und ja, kurz darauf dann habe ich nur eine Fehlgeburt gehabt in der 6. Schwangerschaftswoche. Und es war dann die Zeit, wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr. Besonders wichtig für Situationen wie diese ist nicht nur die psychische Regenerierung, auch die physische. Und diese braucht Zeit. Gesetzlich gesehen hat eine Mutter nach einer verlorenen Schwangerschaft keinen Anspruch auf die nötige Erholung. Monika ist selbst auch Mama eines Sternenkinds und setzt sich nun in ihrem Verein für betroffene Mütter und Väter ein. Derzeit ist es eben so, dass bei dieser sogenannten Fehlgeburt oder bei diesem Schwangerschaftsverlust unter 500 Gramm die Frau keinen Anspruch auf Mutterschutz hat, obwohl sie also gerade im 2. Trimester einfach eine ganz normale Geburt hinter sich bringt, ja, auch sozusagen auch im 1. Trimester, aber ich rede hier wirklich, also da ist die Plazenta circa so groß schon mittlerweile. Ja. Man hat Geburtsschmerzen, Geburtswehen, vergleichbar, ja, oder es ist eigentlich fast das Gleiche wie bei einer Geburt im 3. Trimester. Ja. Und man kann nur in Krankenstand gehen, man ist das auf das Wohlwollen sozusagen auch des Arbeitgebers eigentlich und des Arztes hier angewiesen. Man hat keinen Anspruch auf Hebammenbetreuung. Viele Frauen fühlen sich in diesen Situationen alleine gelassen. Gleich am Anfang der nächsten Woche bin ich dann zur Krankenkasse gegangen und habe gefragt, wie ich jetzt eigentlich versichert bin, wie das ausschaut, wie lange dass ich daheim bin, um einfach mich zu erholen.
Und die erste Auskunft, die ich dann bekommen habe, war, warum ich zu Hause bleiben möchte, weil es ist kein Kind zum Beaufsichtigen da. Es wäre am nächsten Tag zum Arbeiten gehen. Seit einem Jahr kämpft der Verein Sternchenmamas für mehr Rechte nach einer verlorenen Schwangerschaft. Anfang Juni möchte Monika die Petition im Parlament einreichen. Es ist so, wir haben Gespräche mit allen Parteien jetzt geführt. Die SPÖ hat bereits im Februar einen Entschließungsantrag eingebracht im Gesundheitsausschuss bzw. im Gleichbehandlungsausschuss. Der Antrag wurde jetzt schon mal diskutiert im Gesundheitsausschuss im April, wird jetzt hoffentlich oder zumindest wurde mir das so mitgeteilt, jetzt nochmal am 6. Juni vor den Sommerferien diskutiert, und ich hoffe, dass am 6. Juni es tatsächlich zu einem Entschluss kommt, ja, oder einem Beschluss besser gesagt, ja, aller Parteien. Das ist sozusagen das, was hier wirklich wünschenswert wäre, weil es kann jede Partei treffen oder jede Person einer Partei, ja, also jede Frau. Bis Anfang Juni haben Sie noch die Möglichkeit, die Petition zu unterstützen. Das Land Burgenland und der Verein Künstlerdorf Neumarkt an der Raab gehen künftig gemeinsame Wege. Damit ist der Erhalt des Künstlerensembles auf Dauer gesichert. Einem der bedeutendsten Kultureinrichtungen des Landes wird neues Leben eingehaucht. Was genau dahinter steckt, ab zu unserem Burgenland-Korrespondenten Berti Unger. Das Land Burgenland hat das Künstlerdorf in Neumarkt an der Raab gekauft und damit bleibt ein wichtiges Kulturgut auf Dauer gesichert. Der gleichnamige Kulturverein war immer wieder an seine personellen und finanziellen Grenzen gestoßen. Die Erleichterung ist deutlich spürbar. Also, habt ihr das Pumpern gehört? Der Stein, der mir von Herzen gefallen ist, ich glaube, der hat das ganze Burgenland erschüttert. Also, ich bin sehr, sehr glücklich, dass die Zukunft jetzt vom Künstlerdorf abgesichert ist. Jetzt können wir uns total auf unsere eigentliche Arbeit, auf die Kulturarbeit konzentrieren. Und es macht unheimlich Spaß zu gestalten, neue Projekte zu entwickeln. Und es ist einfach ein frischer Winter und eine neue Energie zu spüren. Und das ist sehr motivierend. Der Kulturverein Neumarkt an der Raab wurde 1964 ins Leben gerufen. Künstler wie Christian Ludwig oder Harry Stoiker, die Schriftsteller Peter Handke oder Gerhard Roth nutzten die Abgeschiedenheit, um hier zu arbeiten. Malerei, Druckgrafik, Literatur und Musik fanden hier eine Heimat mit großer kultureller Bedeutung. Ist natürlich eine große, wenn man bedenkt, dass auf der einen Seite inhaltlich, was Grafik und Kunst- und Kulturgrafik betrifft, es nahezu einzigartig ist, jedenfalls einzigartig in Österreich. Und auf der anderen Seite hier aktiv Gebäude noch betrieben werden, die mitunter aus dem 18. Jahrhundert sind, dann hat das schon eine gewisse Bedeutung für das Burgenland. Das Ensemble Neumarkt umfasst heute das erste Atelierhaus, das Zwegerlhaus, den Kreuzstadel aus 1775, das Paulihaus, den Pavillon, eine professionell ausgestattete Druckwerkstatt und die historische Ölmühle. Erhaltung und Restaurierung waren für den gemeinnützigen Verein nur mehr schwer zu stemmen. Weil die Gebäude werden ja nicht jünger. Und die Wehwehchen sind da und das können wir als gemeinnütziger Verein einfach nicht stemmen. Und ich habe jetzt 15 Jahre lang hier meine ganze Energie und Freizeit als ehrenamtliche Leiterin des Künstlerdorfs da hineingesteckt. Und ich konnte diese Verantwortung einfach nicht mehr oder wollte diese Verantwortung einfach nicht mehr länger tragen und bin jetzt sehr, sehr glücklich darüber, dass mir diese Bürde abgenommen wurde und ich mich jetzt auf die lustvolleren Aufgaben freuen kann. Das Land Burgenland stellt dem Kulturverein Neumarkt an der Raab auch Personalressourcen zur Verfügung. Ein gemeinsames Kuratorium unterstützt bei der Zusammenstellung des Programmschwerpunktes. Und das war und ist bunt. Wir haben eine Kooperation mit der Kunsthalle Burgenland. Wird eine Kunstintervention in der Ölmühle geben. Es wird natürlich die Sommerakademie wie jedes Jahr stattfinden, die auch wieder sehr, sehr gut gebucht ist. Wir haben einige Ausstellungen geplant. Im Herbst, im September, wird erstmals ein Symposium, ein internationales, stattfinden zur Druckgrafik unter dem Titel Wissenschaft Kunst und Kunst schafft Wissen. Werden hier internationale Druckgrafiker eingeladen, um gemeinsam hier zu arbeiten. Musik
Schon der legendäre Künstler Pablo Picasso hat gesagt, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Perfekt zum Abschalten und Entspannen nach einem langen Tag, auch unser Hauptabendprogramm. Ab 20.15 Uhr sehen Sie heute bei uns die Doku Wahre Kunst, unterwegs in den Salzburger Kunstgalerien. Auch die Kunstgalerien profitieren von den rund 180 Millionen Euro an Wertschöpfung, die von den Salzburger Festspielen erzielt wird. Wir haben sehr bedeutende Sammler hier, die die Festspiele nutzen. Das gehört zum festen Programm, dass man dann auch die verschiedenen Galerien aufsucht. Also da spielen die Festspiele, da spielt das ganze kulturelle Ambiente, da spielt das Selbstverständnis von Salzburg als Kulturstadt eine ganz bedeutende Rolle. Die Galerie Frei hat einen ganz besonderen Gast eingeladen. Hermann Nitsch, die Künstlerlegende aus dem Weinviertel. Er hat seit dem Sechstagespiel 1998 tatsächlich ein internationales Standing entwickelt. Wir sind hier in einer wunderbaren, kleinen, feinen Ausstellung der Werke Malerei. Aber wir dürfen diese Werke der Malerei nicht isoliert sehen, sondern im Kontext des Gesamtkunstwerkes des OM-Theaters. Lieber Professor Nitsch, liebe Rita Nitsch, herzlichen Dank, herzlich willkommen in Salzburg. Und wie empfindet Hermann Nitsch den Handel mit der wahren Kunst? Warum soll Kunst keine Ware sein? Man kann alles verkaufen, Ringe, Gold, Waren. Sogar Urlaubsreisen. Soll ich jetzt sagen, der Handel ist verwerflich? Oder soll ich sagen, der Handel ist heilig? Er ist eben. Die gesamte Doku Wahre Kunst sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr bei uns auf kurier.tv. Regenschauer fast ohne Pausen heute, auch hier auf unseren Wetterbildern vom Neusiedlersee bei kühlen 13 Grad. Zumindest gut für den Wasserstand im See. Die Wettertrends, die schauen leider nicht gut aus. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland wird auch der morgige Mittwoch völlig verregnet und richtig frisch. 15 Grad im Burgenland, morgen das allerhöchste der Gefühle bei uns im Osten. Dazu kommt noch ein frischer Nordwestwind. Der Feiertag am Donnerstag bleibt ähnlich kühl, aber zwischendurch auch trockene Phasen und zumindest der ein oder andere Sonnenstrahl in Sicht. Morgen am Mittwoch zeigen wir Ihnen die edelsten Tropfen vom Wiener Weinpreis. Aktuell und kompakt, das Kurier TV Magazin täglich ab 17 Uhr. Wir sehen uns. Bis dann.